Ich musste zunächst in einer Baubrigade Erdarbeiten ausführen und habe dann später im Schacht in der Transportabteilung gearbeitet. Das waren also die äußeren Rahmenbedingungen. Die Arbeit war natürlich ungewohnt für uns Studenten, die wir also sowieso keine schwere körperliche Arbeit gewohnt waren. Die Norm war sehr hoch, kaum zu erfüllen, sodass wir dann auch die schlechteste Verpflegungsration bekamen, die nach Normerfüllung gestaffelt war. Also die erste Zeit war Schuften, Hungern und Schlafen. Mehr war nicht drin. Nur langsam kam man dann sozusagen dazu, das Lager näher kennenzulernen.